Michael, genau, die eine Kamera hinter mir, die andere bekommen wir hoffentlich gleich nochmal von vorne. Da kommt unser Kameramann. Ja, Michael, wie fühlst du dich, wenn du das Ganze hier so siehst, live gerade, endlich wieder live MMA-Action in Deutschland? Voll geil. Also ich habe es vorhin schon zu meinem Trainer gesagt, zum Dennis, auch zu Maurice, so hey, wenn man das sieht, dann kriegt man direkt Bock, selber zu kämpfen. Und es ist halt einfach unglaublich, was GMC hier auf die Beine stellt, trotz Corona den Kämpfern das zu ermöglichen, bei so einer geilen Location zu fighten. Mega, mega schön. Ja, du bist generell auch so ein Kandidat, den die Leute unglaublich gerne im Käfig sehen wollen. Es soll ja bald soweit sein. Mai steht so ein bisschen, wird gemunkelt. Ich weiß noch nicht, ob es fest ist, aber bevor wir über das Datum sprechen, generell, wie geht's dir aktuell? Wie läuft das Training? Wie ist das Thema MMA für dich? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich hatte ja eine Verletzung, die ich auskurieren musste. Habe jetzt 2-3 Wochen pausiert. Zwangspausiert, aber für mich ist es so, dass ich jetzt lieber ein bisschen mehr Pause mache und es komplett auskuriere, um dann wieder richtig zu starten. Es geht schneller als gedacht. Also ich soll da nicht zu dir. Am besten in die Kamera, ne? Also, dann sehen dich die Zuschauer auch am besten. Okay, es geht schneller als gedacht. Meine Verletzung heilt sehr, sehr schnell. Normalerweise sollte ich jetzt noch irgendwie auf Krücken laufen. Ich kann mich jetzt schon bewegen. Ich glaube, ich werde nächste Woche auch schon wieder leicht anfangen mit dem Training. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe wieder auf Ernährung geachtet, Supplements umgestellt und wieder das Mindset so auf Kampfsport gerichtet. Und ja, ich habe mega Bock drauf zu fighten. Was ist denn für dich so generell die größte Umstellung, ich sag mal, aus dem Kickboxen Richtung MMA-Stand-Up? Gibt es da viel zu beachten oder kannst du den Großteil quasi einfach so mitnehmen und übernehmen? Ja gut, also Stand-Up im MMA ist natürlich nochmal eine andere Nummer als im Kickboxen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch vor ein paar Wochen mit Markus, meinem besten Kumpel, mal wieder Sparring gemacht. Wir haben reines Kickbox-Sparring gemacht. Es war so ungewohnt, weil der Stand im MMA dann ganz anders ist. Und wenn man den ganze Zeit trainiert hat, das ist schon eine sehr, sehr große Umstellung. Natürlich dann noch die Takedown-Defense, das Ringen, Boden. Und man muss so viele Facetten trainieren. Das ist ja auch das Schöne am MMA, dass man eigentlich in jedem Bereich gut sein muss und nicht nur einen Bereich gut sein kann. Klar, ich habe jahrelang Kickboxen gemacht, Taekwondo, habe Stand-Up-Erfahrung, das werde ich natürlich auch mit in den Cage nehmen, aber darauf kann man sich nicht nur verlassen. Ja, du sagst es, dein Gegner steht allerdings schon fest für deinen Debütkampf. Kamaran Aminzadeh soll es sein. Was weißt du über ihn und wie schätzt du ihn ein? Ich weiß, dass er schon sehr, sehr lange Kampfsport macht. Ich glaube, er meinte irgendwann 30 Jahre oder so hat er schon trainiert. Und hat Kyokushin Kai Karate trainiert und sehr, sehr viele Kickbox-Kämpfe. Also ist einer, der Erfahrung hat und einen, den man nicht unterschätzen sollte. Auch wenn er jetzt ein bisschen, ich sag mal, mehr auf den Hüften hat, das hat in meinen Augen nichts zu sagen im Kampfsport. Spätestens, wenn man Andy Ruiz gegen Anthony Joshua gesehen hat, weiß man, dass es nicht wirklich was zu heißen hat. Und deswegen, ich habe Respekt vor ihm, ich habe Bock auf den Fight und ich glaube, wir werden uns eine gute Schlacht liefern. Du hast ihn, ich denke mal, auf Video auf jeden Fall schon mal ein bisschen studiert. Ben Adwubi hat dir geschlagen, bei GMC eben auch hier. Wie hast du seine Leistung bewertet? Wie fandst du sie? Ja, es war ein sehr verhaltener Kampf. Also ich glaube, dass beide gar nicht ihr volles Potenzial gezeigt haben. Und ich glaube, man kann auch nicht den Kameran drauf reduzieren auf diesen Fight. Ich glaube, dass sehr, sehr viel in ihm steckt. Aber es wird nicht reichen für mich. Also definitiv nicht. Er meint, dass er Blut sehen will, wird er. Und zwar sein eigenes. Und dann gab es so einen lustigen Post von ihm, Only God Can Help Me. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, nur Gott kann ihm helfen. Ja, er sagte im Podcast, dass er mehr oder eine größere Schlaghärte besitzt als du und dich überraschen wird. Was sagst du zu solchen Worten? Ja, es ist halt sehr, sehr lustig, weil er immer auf seinen Kyokushin Kai bedacht ist und dabei vergisst, dass mein Vater jahrelang Kyokushin Kai trainiert hat und mich im Kyokushinkai-Stil trainiert hat. Ich bin als Fünfjähriger im Schneejoggen gegangen. Ich habe Bambusstöcke auf dem Arsch bekommen. So, ich weiß, was Härte ist. So, das braucht er mir nicht erzählen. Damit braucht er mir auch nicht irgendwie kommen. Und ich habe davor auch bestimmt keine Angst. Also das soll er mir dann zeigen. Sobald er den ersten Kick, den ersten Schlag von mir bekommt, vergisst er, glaube ich, alles, was er gesagt hat.
Ja, im Kickboxen bist du ja bekannt dafür, spektakuläre Techniken zu nutzen, zu springen, zu jumpen, eingedrehte Kicks und so weiter. Im MMA kann dies aber oftmals dazu führen, dass du schnell wieder dich auf dem Rücken wiederfindest. Willst du trotzdem Tornado-Kicks oder ähnliches versuchen einzusetzen gegen Aminzadeh? Ja, natürlich ist es so, dass man sich ein bisschen umstellen muss, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Kämpfer im MMA, die bewiesen haben, dass auch das funktioniert. Wenn man sich ein Michael Venom Page anschaut, also ich glaube, dass man selbst im Heavyweight, wenn einer, dann ich, sowas hinbekommt und die Leute sollen sich überraschen lassen, was von mir kommt. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich einen Tornado-Kick mache, ich werde jetzt aber noch nicht sagen, dass ich normal im Stand kämpfe und nur noch boxe. Also ich enthalte mich da komplett, die sollen einfach auf den Fight warten, sich den Fight anschauen und wird auf jeden Fall ein Riesenfeuerwerk. Das letzte Wort, beziehungsweise die letzte Frage habe ich noch, deine Prognose. Wie endet der Kampf Michael Smolik gegen Kamaran Aminzadeh? K.O. erste Runde für mich. Vielen Dank, Michael. Ganz viel Erfolg. Bleib fit. Und dann hoffen wir, den Kampf in naher Zukunft sehen zu können. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.